Wir sind hier am Stand von Linus Grebner vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt, der im Bereich Physik mit dem Projekt Physics One die Simulation eines Raketenstarts hier bei Jugendforsch beim Landeswettbewerb angetreten ist. Linus, erzähl uns ein bisschen was von deinem Projekt. Ja, also prinzipiell die Grundidee war einfach, einmal eine naturwissenschaftliche Erkenntnismethode anzuwenden und eben auch das Wissen, was man so in der Schule erlernt hat, weiterzuentwickeln, um es mal an einem realen Beispiel zu testen, wie weit man damit schon kommt. Und da habe ich mich eben für den Raketenstart entschieden, einfach weil das bei uns am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium auch schon mit der eigenen Sternwarte, die unsere Schule hat, von klein auf irgendwie mit dabei ist, Astronomie ein großes Thema ist. Und da habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, wie man so eine Rakete mit verschiedenen Kräften beschreiben kann und damit dann eben mit dem Näherungsverfahren, der Methode der kleinen Schritte, was wir in der 10. Klasse gelernt haben, dann eben auch die Bewegung annähernd, also näherungsweise also darstellen kann, mathematisch modellieren. Und das Ganze habe ich dann eben auch noch mit Hilfe von einem selbstgeschriebenen Java-Programm simuliert, damit das eben auch grafisch dargestellt werden kann. Und das war offenbar so gut, dass du es bis zum Landeswettbewerb von Jugendforsch hierher nach Vilsbiburg geschafft hast. Was versprichst du dir von diesem Wettbewerb? Ja, also hier sind unglaublich viele, wirklich sehr beeindruckende Projekte und man merkt auch richtig, wie viele Spezifikationen es hier gibt. Also die Teilnehmer haben alle ganz unterschiedliche Schwerpunkte und es ist einfach auch sehr spannend, über so viele neue Themenbereiche etwas lernen zu können. Wie empfindest du Jugendforscht? Was bringt das für einen jungen Menschen, der so begeistert hier berichtet, auch von seinem Projekt? Empfindest du dafür? Also ich finde es einfach schön, die Gemeinschaft hier. Also wir haben viele interessante Leute, die sehr, sehr gute Ideen haben und man gewinnt einfach viele neue Eindrücke und auch man entdeckt auch neue Interessensgebiete, die man vielleicht vorher einfach noch gar nicht kannte, weil man bisher mit der Thematik noch nicht so in den Kontakt gekommen ist. Aber man kriegt auch immer wieder sehr hilfreiche Tipps, auch von der Jury oder auch von anderen Wettbewerbsteilnehmern, was man noch verbessern könnte. Also ist sehr schön hier. Der Gewinner darf dann weiterfahren zum Bundeswettbewerb. Was rechnest du dir aus? Also wenn ich mir anschaue, wie viele sehr gute Projekte es hier gibt, glaube ich nicht, dass ich jetzt weiter zum Bundeswettbewerb fahre, aber ich bin sicher, dass hier ein sehr gutes Projekt ausgewählt wird und vielleicht auch Bayern dann den Bundeswettbewerb gewinnen kann. Alles Gute, Linus Grebner, hier für diesen Landeswettbewerb. Danke. Vielen Dank.